Hallo meine kleinen Basti-Fantaski, schön, dass ihr wieder hier dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. Ja! So, ich habe heute mir was besorgt. Ihr werdet es nicht glauben, also ich habe selber gesagt, Mensch, gibt's das? Habe ich noch nie gesehen. Aber meine Freunde, es gibt es tatsächlich eine Sensation, die es im Laden gibt. Bevor es die gibt, könnt ihr gerne hier auf meinen Instagram mal klicken oder YouTube-Kanal natürlich abonnieren. Das würde mich freuen. Ja, auf jeden Fall mal draufklicken oder natürlich auch auf meinen Facebook-Kanal unter BastiFantasti.dd, eigentlich ist alles BastiFantasti.dd bei Facebook, Instagram und hier YouTube. Könnt ihr gerne mal klicken, auch die Glocke abonnieren. Dann würdet ihr natürlich immer informiert, wenn es meine besonderen erotischen Videos gibt. So, ja, ich war ja heute in der Stadt unterwegs, also quasi Stadt, so ein bisschen seitwärts, Städtel. Und ich habe etwas gefunden, das habe ich echt noch nie im normalen Einkaufscenter gesehen. Also ich war ja schon in jedem Center, Einkaufsmarkt, Lebensmittel natürlich, überall einkaufen und es gab das noch nicht. Ich muss das mal kurz trinken hier. Das ist hier leckerer türkischer Apfeltee. Hm? Bei der Jahreszeit braucht man das auch. Ach so. Und ich war, wie gesagt, einkaufen und ich habe es noch nirgendwo gesehen. In irgendeinem Supermarkt, aber ich war heute ja, einkaufen. Und es gibt eine Sensation, man braucht dazu einen Löffel, wo ich gerade... Ihr wisst schon Bescheid, denn heute gibt es die Basti-Fantasti-Verkostung. Ja, und es gibt tatsächlich von der Firma Ehrmann, keiner macht mich mehr an, gibt es einen Joghurt, einen Grand Dessert zu kaufen. Aber ihr kennt ja alle Schoko, Vanille, Erdbeer und was es da alles gibt. Aber diese Sorte habe ich noch nicht gesehen. Das ist eine limitierte Edition. Die heißt Black and White Edition. White natürlich wegen der Sahne, die auf dem Grande Dessert ist. Und Black natürlich, ich halte es mal hoch, passt auf. Black, weil es, seht ihr es? Lakritze ist. Es gibt tatsächlich ein Grande Dessert Black and White Lakritze. Habe ich echt noch nie gesehen. Heute das erste Mal gekauft. Und das verkoste ich jetzt mit euch. Jetzt habe ich ein bisschen geschüttelt, jetzt ist die Sahne ein bisschen eingefallen. Aber ja, Lakritze kennt ihr ja von Gummitiere. Die schmecken ja so lakritzemäßig. Oder Salmi-Lakritze, wo Salz ist, wenn man eine Erkältung hat oder. Aber es gibt jetzt von Ehrmann einen Joghurt, ein Grande Dessert, ein Grande Dessert mit Lakritzgeschmack. Und das verkosten wir jetzt mal zusammen. Meine Freunde, ich mache jetzt den Deckel auf und will die Sahne schon ein bisschen nicht mehr so grande, aber das ist meine Verschuldung, muss ich dazu sagen, durch Transport, durch die Lagerung und so. Aber ja, auf jeden Fall lese ich mal ganz kurz die Zutaten vor. Dessertcreme mit Lakritze und Sahne. Zutaten in Rahmen der Milch. 20% Sahne, Molke, Zucker, Erzeugnis, Glucose, Fructose, Zucker und das, ihr wisst Bescheid. Aber das Hauptthema ist Lakritze. Ich esse gerne Lakritze. Also, gerne schon mal, aber ist jetzt nicht so, dass ich davon, ja, ihr wisst schon, auch wenn ich da aussehe, aber ich muss das nicht immer haben, aber jetzt gibt es das in Grande Dessert von Ehrmann. So, und das verkosten wir jetzt mal zusammen. Ich mache den Deckel auf. Riechen tut es gar nicht danach, also Lakritze, das ist die Sahne hier. Muss ich das mal abstecken, ihr kennt das ja auch hier, diese Schlecker-Blecker. Diese Seite ist solche Schlecker-Blecker, solche Schleck, also solche Lecker, Schleck. Ihr wisst schon, solche Schleck, Deckelschlecker. Wer ist denn auch ein Deckelschlecker? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch ein Deckelschlecker seid. So, jetzt haben wir mal abgedeckelt hier. Abgedeckelt und geschleckert. So, und jetzt köste ich nochmal die Sahne. Ja, die Sahne ist sehr gut, finde ich. Ich muss jetzt aber vom Rand hier abkratzen. Ich bin auch einer, ich lasse hier gerne den Deckel dran, so. Man kleckert sich noch voll, aber dann, wenn man fertig ist, kann man es einfach runterdrücken. Na klar,
kann man es runterdrücken. So, und jetzt passen wir auf. Passen. Wir holen jetzt mal so was Schwarzes raus. Also, aus dem Becher. So, jetzt gucken wir mal. Ja, seht ihr das? Ein bisschen Sahne. Wo ist die Kamera? Hier. Sahne und Lakritze. Pudding. Riechen tut's normal nach Sahne. Also nie irgendwie jetzt irgendwie überdimensioniert nach Lakritze. Aber wir probieren es mal. Und? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Schlecht schmeckt es nicht. Man hat auch nie so dominierenden Geschmack von Lakritze. Es ist ein leichter Lakritzgeschmack. Von schwarzer Lakritze halt. Lakritze ist ja schwarz. Aber es ist ganz leichter Geschmack. Aber. Also schlecht schmeckt es nie. Nee. Schmeckt echt nicht schlecht. Es ist. Echt nur leichter Lakritzgeschmack, was mir auch wieder gefällt. Obwohl ein bisschen mehr hätte Fleisch sein können, aber sagen wir so ist es auch gut abgestimmt. Ja, jetzt haben wir nochmal Lakritze, das ist echt schwarz. Ja, so schwarz wie Lakritze. Aber ja. Also. Könnte man sich dran gewöhnen, was aber ich halt im Regal stehen gesehen habe, habe ich da, das ist bestimmt merkwürdig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man kann es essen. Ja, also, wie gesagt, Ermann Grande Dessert. Neu in limitierter Edition Lakritz Geschmack. Auf jeden Fall würde ich sagen, Daumen nach oben. Es ist auch keine Produktplatzierung hier im Video. Nein, weil ich habe mir das Dessert selber gekauft und habe gesagt, Mensch, ich versuche es mit euch hier in diesem Video zu testen. Also ich bekomme ja nichts von Ermann oder etc. Ist meine Variante, dass ich das mache. Vielleicht sieht das jemand von Ermann und kann sagen, Mensch, Basti, wann das sieht, du Checker. Du hast jetzt die Lakritz Pudding so gecheckt, dann kannst du ja, können wir dir Werbesachen zukommen lassen. Das könnt ihr gerne, könnt ihr mich gerne mal anschreiben hier. Dann können wir gerne mal drüber reden, würde mich sehr freuen. Aber ich muss sagen, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auch Leute, die vielleicht keine Lakritze direkt mögen, so extrem schmeckt das in der Lakritze. Das ist ein leichter Lakritzgeschmack. Aber eigentlich so cremig, also so, wenn ich das so im Mund habe, so einfach so ein schöner, kühler, leichter Lakritzgeschmack, gerade jetzt um die Jahreszeit finde ich das gar nicht schlecht, weil, ja, es hat was. Ist der Becher gleich leer? Wir können mal gucken. Das ist echt angenehm, wir gucken gerade mal die Grammzahl in der Zwischenzeit, das sind 190 Gramm drin. 190 Gramm. Oh, Grande Dessert von Ermann. Auf jeden Fall sehr lecker. Und auch sehr nährwertmäßig sehr gut. Fett 4,9 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren 3,2. Also echt. Man könnte fast bei 1, 2 Dingern hier eine Basti-Fantasti-Diät machen. Ja. Also. Ist auf jeden Fall. Empfehlung. Und ich denke mal, das ist nicht das letzte Mal, dass das bei mir im Einkaufswagen landet. So, ja, kann man wieder mal sich besorgen. So, alle ist es. Und somit würde ich auch sagen, das war's, meine Freunde, mit diesem Video. Also, ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, wenn ihr das bisher auch mal im Laden gefunden habt. Könnt ihr es gerne
mal kommentiert. Würde mich sehr freuen. Könnt gerne, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben geben oder ihr abonniert meinen YouTube-Kanal noch dazu. Teilt das Video, postet es, kommt auf Instagram hier, irgendwo steht das hier unten in der Ecke oder irgendwo. Steht mein Instagram-Account, mein Facebook-Account und hier mein YouTube-Account. Na klar. Und dann würde mich freuen, wenn ihr den Kanal, wie gesagt, abonniert und followt mir. Und das ist so eine verrückte Sache. Und wir werden, denke ich mal, solche Produkte jetzt öfters mal testen. Bis dahin, sagt euch euer Basti Fantasti jetzt einen schönen Tag oder Abend oder heute. Ja, ihr wisst schon, ihr guckt gerade das Video. Und ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Basti Fantasti testet leckere Sachen. Dann sehen wir uns wieder. Ja, da wäre ich bekloppt oder was?